Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder um das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher und da habe ich nämlich ein Update für euch, speziell für alle die, die mein letztes Video dazu gesehen haben, wo ich dieses Zendure Solar Flow System installiert habe, zusammen mit den beiden Solarpanels hier auf meinem Garagendach. Ich war ja am Ende dann doch von dem System relativ angetan. Am Anfang gab es ein paar Startschwierigkeiten. Da hatte sich so ein BMS-Update zusammen mit dem Firmware-Update von diesem Hub irgendwie verhaspelt und dann liefen die Akkus erst nicht. Das hat dann der Support durch so einen ganz speziellen Hack wieder in den Griff bekommen. Und danach, muss ich sagen, war ich doch relativ glücklich mit der Anlage. Das ist jetzt 3 Monate her. Und es hat sich seitdem doch etwas getan, leider nichts Gutes. Und das solltet ihr euch unbedingt angucken, speziell wenn ihr euch dafür interessiert oder das System schon gekauft habt. Deswegen wird es ein sehr spannendes Video für euch, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Mein Video aus dem November von der Zendure Solar Flow, das haben sich so viele Leute angeguckt. Ich war selber total überrascht. Ich glaube, wir liegen im Moment bei 150.000 Klicks. Und es waren doch auch viele Leute ganz angetan von dem System, genau wie ich. Und ich habe es euch ja auch gesagt. Lief auch wirklich super die letzten 3 Monate. Auch die ganze App-Integration, alle Einstellungsmöglichkeiten. Es war eigentlich genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Einziger Haken im Dezember und Januar, ja, wir hatten keine Sonne draußen, es war wirklich immer duster. Aber ich konnte im Januar immerhin die 3 Akkus hier unten, 2,7 Kilowattstunden, ich glaube sogar ganze 2-mal auf 100% vollladen. Und habe sie dann auch mal wieder bis 0 runtergeladen, um das ganze BMS zu kalibrieren. Denn man muss natürlich den Akkus schon sagen, wo ist 100% und wo ist 0%, damit die Prozentanzeige dann irgendwie auch stimmt. Am Anfang war es nämlich wirklich so, dass die angezeigten Werte von diesen Akkus, naja, eigentlich wenig mit der Realität zu tun hatten. Das waren mehr so Schätzwerte. Aber nachdem ich das mal auf 100 und mal auf 0 gefahren habe, die ganze Anlage, danach stimmten die Werte ziemlich genau. Ich habe es überprüft. Wenn ich den Akku quasi auf 10% dann entladen habe, dann waren die Kilowattstunden, die da ins Haus eingespeist wurden, eigentlich genau das, was der Akku oder die 3 Packs sind es ja, hätten liefern müssen. Ja, alles war wunderbar und ich hätte mir eigentlich für den Sommer fast sogar noch einen 4. Akku gekauft, so auf 3,6 Kilowattstunden das Ganze zu erhöhen, weil ich mir dachte, mit meinem Grundverbrauch, die Grundlast ist bei mir relativ hoch und wenn ich das nachts immer laufen lasse, wäre es doch schön, wenn das ganze System irgendwie auch so 300 Watt einspeisen könnte permanent und das über vielleicht 10 Stunden oder so, dann wäre das mit 2,7 Kilowattstunden dann doch schon wieder eng geworden. Jetzt ist die Frage, wie oft kann man so eine Anlage dann im Sommer wirklich voll kriegen? Man weiß es nicht. Also jetzt quasi in den Wintermonaten, ja, habt ihr gehört, 2-mal im Januar habe ich die Anlage voll bekommen, weil es auch wirklich ein paar wirklich wolkenlose Tage gab. Da ging das dann. Aber das wird dann mit Sicherheit nicht die Regel sein. Schön ist, dass man die Anlage so einstellen kann über die App, dass wirklich der gesamte Sonnenertrag in die Akkus geht und nichts ins Haus. Und erst wenn man es freigibt über den Terminmodus zum Beispiel, dann würden die Akkus ins Haus einspeisen und zwar genau die Leistung, die man eingestellt hat. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt keinen Smart Plug oder so installiert, das war mir egal. So ein fester Wert ist für meinen Anwendungsfall ausreichend. Ja, also ich war rundum glücklich und dachte, was soll schon noch passieren? Also ich habe jedem, der mich gefragt hat, die Anlage empfohlen. Und Leute, es tut mir wirklich leid. Ich muss diese Empfehlung aus heutiger Sicht mit meinem Wissen, was ich jetzt habe, doch leider zurücknehmen. Was ist passiert? Also es fing an vor 2 Wochen. Da war dann auch wieder Dunkelflaute hier draußen und die Akkus waren dann auf 10% runter. Das war die Entladegrenze, die ich eingestellt habe. Das heißt, unter 10% sollten sie sich nicht entladen. Und so standen sie dann 1-2 Tage rum und es kam wirklich ein Tag null Sonne rein. Und ich habe immer mal wieder auf die App geguckt, wie so der Zustand dieser Anlage ist. Und irgendwann abends stellte ich fest, was ist denn hier los? Die Durchschnittsanzeige der 3 Akkus stand auf 33%. Ich dachte, da war doch gar keine Sonne heute. Wie kann das denn sein? Ich gucke mir die einzelnen Akkus an und dann waren 2 der 3 Akkus auf 0% und 1 der 3 Akkus auf 100%. Dachte ich, was ist denn hier los? Hat sich das BMS verhaspelt? Ist hier irgendwas schiefgelaufen?
Falsche Berechnung, ja, keine Ahnung, lass mal so stehen. Über Nacht, natürlich, was hätte ich auch sonst machen sollen? Ich hätte es höchstens abklemmen können, aber es ist ja auch keine Lösung. Am nächsten Morgen dann waren alle drei Akkus plötzlich wieder auf Null. Also nichts mit 10% Entladegrenze, nein, alle drei Akkus waren auf Null. Wurden mir aber nach wie vor in der App angezeigt, nur halt mit 0%. Ist eigentlich auch nicht so tragisch, denn das System sagt ja auch selber in der App, hey, ab und zu, ein-, zweimal im Monat, mache ich selber so eine Art Kalibrierung und fahre die Akkus auf Null runter, damit ich mit meinem BMS am Ende weiß, wo der Nullpunkt ist. Dachte ich, das haben sie vielleicht dann gemacht. Ohne mein Wissen, das ist ja klar. Gut, das Blöde war, dass an diesem Tag auch wirklich null Sonne reinkam. Also wirklich nichts, 0,0. Und dann abends gucke ich nochmal in die App und ich denke, hä? Wo sind denn die Akkus hin? Ja, alle drei Akkus waren plötzlich nicht mehr in der App zu finden. Ich gehe hier in die Garage, gucke mir den Hub an. Und es gibt so eine Akku-LED, AB1000 heißt die, weil das die Bezeichnung der Akkus ist. Die war aus. Oh, dachte ich, das ist ja übel. Okay, vielleicht machst du mal ein Reset. Dann habe ich ein Reset gemacht. Dazu muss man hier diese IoT-Taste 6 Sekunden lang drücken, dann piept es ein paar Mal und dann fährt das ganze System runter, startet sich neu. Ja, keine Änderung. Die Akku-LED blieb aus, die Akkus in der App wurden weiterhin nicht erkannt. Na gut, dachte ich, dann klemmst du mal alles ab, hier alle Panels abgeklemmt, Wechselrichter abgeklemmt, Akkus abgeklemmt, das ganze System runtergefahren, komplett stromlos geschaltet, ein paar Stunden stehen lassen, wieder angeklemmt. Keine Änderung, Akkus werden nicht erkannt. Ja, dann gab es auch einen Tag Sonne, hatte der Hub hier die Energie wunderbar ins Haus eingespeist und nicht mehr in die Akkus, aber das ist ja nicht meine Intention gewesen. Ich möchte halt tagsüber alles, was geht, in die Akkus ballern und die Akkus nachts entladen. Okay, die Akkus waren irgendwie nicht mehr da. Dann letzte Chance, was machst du natürlich? Schreibst du den Support an. Ich also eine schöne englische Mail verfasst an den Support. Dann passierte 5 Tage lang erstmal gar nichts. Irgendwann bekam ich eine Mail vom Support auf Englisch. Ich möge doch mal einen Screenshot von der App schicken mit der Seriennummer mit der Versionsnummer des BMS. Dachte ich mir, haben Sie mein Problem nicht verstanden? Ich habe doch gesagt, dass die Akkus nicht mehr in der App zu finden sind. Also ohne Akkus in der App werden auch dort keine BMS-Versionsnummern angezeigt. Kennen die ihre eigene App nicht? Ich nochmal zurückgeschrieben, beziehungsweise ich habe dann gesehen in der Antwortmail, da war ein Link zu einem Ticket enthalten, also ein Bug-Ticket. Ich selber komme auch aus der IT, ich kenne das, da gibt es ein Ticketsystem, da wird der Fehler erfasst und anhand dieser erfassten Tickets arbeiten die Entwickler halt die Fehler so nach und nach ab. Ich also mal auf den Link geklickt und siehe da, ja, es gibt ein Zendure-Ticketsystem und ich blende euch den Link hier mal ein. Falls ihr ein Problem habt, könnt ihr dort eventuell auch eure Tickets finden. Dazu müsst ihr euch dort erstmal registrieren. Habe ich gemacht mit meinen Zugangsdaten hier quasi von dem Hub. Und siehe da war mein Ticket und ich konnte im Prinzip dann auch dort mein Ticket kommentieren und eventuelle Antworten von den Entwicklern einsehen. Einzig und allein, es gab keine Antworten, außer diese eine Antwort, ich möge doch mal die Versionsnummer schicken. Interessant war nur, dass in diesem Ticketsystem eine FAQ-Liste war, also Fragen und Antworten. Und eine Frage war eben auch, was mache ich, wenn meine Akkus nicht mehr erkannt werden? Also das Problem scheint ja irgendwie auch bekannt zu sein. Leider ist die Antwort auch nur, mach ein Reset, klemm mal alles ab und schließe es wieder an. Und wenn sie dann immer noch nicht erkannt werden, schreib eine Mail an den Support. Tja. Gut, einen Screenshot konnte ich nicht schicken, aber ich wusste, welche Versionsnummer das BMS hatte, weil im Januar gab es erst noch ein Update, was auch super durchgelaufen war. Das war die Version 2.0.22, also die letzte verfügbare BMS-Version. Und wie gesagt, lief ja alles auch wunderbar. Bis zum Tag X habe ich ihm die Nummer also geschickt. Und das ist jetzt auch schon wieder 5 Tage her und habe seitdem leider auch noch keine Rückmeldung. Aber in der Zwischenzeit, da fiel mir was ein. Also der Zustand war ja der, zumindest habe ich mir so zusammengereimt, die Akkus waren auf Null, es war ein Tag Dunkelflaute und der Hub, der zieht sich ja nach wie vor die Energie aus den Akkus, um sich selbst quasi zu betreiben. Das sind vielleicht 5 bis 10 Watt oder so. Aber dadurch, dass er weiterhin aus den Akkus Energie gezogen hat, haben die sich möglicherweise unter irgendeinen Schwellwert so weit entladen,
dass sie dann im Hub nicht mehr erkannt werden. So habe ich es mir zusammengereimt. Also beweisen kann ich es nicht, aber das ist jetzt meine Theorie. So habe ich mir gedacht, okay, wie war das denn früher, diese kleinen Akkuzellen? Wenn du einen Taschenrechner hattest oder eine Taschenlampe und die Batterie war alle, was hast du gemacht? Eine neue gekauft, aber ging gerade nicht. Man hat die Batterien auf die Heizung gelegt. Ha, ja, warm werden und dann wieder rein und dann haben sie noch ein paar Minuten oder manchmal sogar eine halbe Stunde Saft geliefert. Ich also, okay, ich trage mal einen Akku testweise rein ins Haus. Also hier in der Garage ist es ein bisschen kühl, aber es ist nie richtig kalt. Sagen wir mal so 10, 8 Grad, aber viel kühler wird es hier nicht. Aber ich dachte, okay, 8 Grad ist vielleicht auch ein bisschen frisch. Ich trage die mal ins Haus. Da sind es irgendwie 20 Grad. Hab den Akku aufwärmen lassen ein paar Stunden, hab dann einen Akku wieder angeklemmt. Und siehe da, die AB1000-LED leuchtete wieder grün, beziehungsweise sie blinkte grün. Es kam auch ein bisschen was vom Dach an dem Tag. Wir hatten zwar grauen Himmel, aber irgendwie so 60, 70 Watt waren da. Der Akku wurde wieder geladen, der Akku wurde wieder in der App angezeigt. Da dachte ich, juhu, das ist die Lösung. Also aufwärmen, dann ist das mit dem Tiefentladen irgendwie nicht mehr so, weil wenn der Akku warm ist, dann kann er von seiner Kapazität noch ein bisschen was abgeben und wird wieder in der App angezeigt. Problem nur, beim Blick auf die Seriennummer hatte der Akku in der App nur noch eine Seriennummer, die aus lauter Nullen bestand. Okay. Ich dachte mir, vielleicht ist das ja so, weil der Akku jetzt noch so leer ist, der muss sich irgendwie erst wieder fangen oder so, ein bisschen hochladen auf 100% und dann kriegt er sich wieder. Und habe das, wie gesagt, ja nur mit dem einen gemacht. Daraufhin habe ich dann die anderen beiden Akkus auch erstmal ins Haus gepackt, warm werden lassen und dann nach ein paar Stunden wieder angeklemmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch alle Akkus einzeln wurden wieder erkannt. Dann habe ich die drei Akkus wieder aufeinander gestapelt und alles wieder so angeschlossen, wie es vorher war. Dazu habe ich natürlich das ganze System quasi ausgeschaltet, resettet auch mehrmals. Und dann plötzlich wollte der Hub nur noch über Bluetooth laufen. Also keine Wi-Fi-Verbindung mehr, ja, mit meinem Router, der steht nebenan. Hat ja bisher immer gut geklappt. Und ohne Wi-Fi-Verbindung hat man sowieso kaum noch Informationen in der App. Dann ist die App mehr oder weniger nutzlos. Man sieht nur noch, wie viel Energie produziert wird. Aber es wird nicht mehr aufsummiert. Man sieht sowieso keine Akkus mehr. Man kann nichts machen. Dachte ich, na gut, hat er seine Wi-Fi-Verbindung verloren? Koppelst du ihn neu? Tja, koppeln, Wi-Fi mit dem Router hier, fehlgeschlagen. 100-mal probiert, 100-mal resettet, 100-mal abgeklemmt, Tag stehen lassen, Akkus abgeklemmt, nur mit einem Akku probiert. Und keine Chance. Der Hub verbindet sich nicht mehr mit meinem Router. Die Akkus werden hier zwar irgendwie grün angezeigt, laut der App werden sie auch geladen, aber es wird kein einziger Akku in der App angezeigt, zumindest nicht in der Akkuübersicht. Bei den Geräten wird ein Akku angezeigt, nicht drei, und einer mit der Seriennummer 00000. Also irgendwie ist das ganze Ding jetzt komplett im Eimer. So, jetzt sind noch ein paar Tage ins Land gegangen. Ich bin weiter in Kontakt mit dem Zendure Support. Inzwischen haben sie sich auch gemeldet. Sie wollten dann die Seriennummern wissen von den Akkus, vom Hub und so weiter, wo ich das Ding gekauft habe, Rechnungsnummer und so. Habe ich denen über das Ticketsystem dann alles zur Verfügung gestellt und sie schrieben dann selbst zurück, dass sie aufgrund des unerwartet hohen Erfolgs ihres Systems landunter haben und frühestens in 3 bis 5 Tagen Tickets immer beantworten können. Und das erlebe ich auch, also Antwortfrequenz bei mir im Moment zumindest immer alle 5 Tage kriege ich eine Antwort. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich dann jeweils zu reagieren. So, wie es jetzt weitergeht, müssen wir sehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Support so ohne weiteres nichts machen kann. Remote auf das Gerät zugreifen, ohne Wi-Fi-Verbindung in mein Haus, geht es ja ohnehin nicht. Und ja, vielleicht gibt es ja nochmal eine Lösung wie beim ersten Mal, dass sie mir irgendwie eine App schicken, mit der ich das ganze Ding dann hacken kann, wieder zurücksetzen kann, was auch immer. Oder sie werden es dann austauschen, das werden wir sehen. Ja, und natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Momentan ist die Anlage dann bei mir erstmal außer Betrieb, weil sie funktioniert ja leider nicht. Ich finde es richtig schade und ich hoffe, dass Zendure diese Kinderkrankheiten so nach und nach dann in den Griff bekommt. Klar, diese Anlage ist super toll und deswegen wurde sie so oft verkauft. Vielleicht haben sie damit nicht gerechnet.
Aber es bleibt ja zu hoffen, dass sie das alles hinkriegen, denn vom Grundsatz her ist das Ding richtig genial. Gut, ich hoffe, dass dieses Video euch jetzt nicht komplett abgeschreckt hat, das System zu kaufen, weil grundsätzlich ist das ja wirklich ein super System. Und warum ich jetzt ausgerechnet diese blöden Probleme habe, vielleicht habe ich ja auch ein Montagsgerät erwischt, man weiß es nicht. Ich weiß zumindest von vielen Leuten, auch aus der Community, dass das System sehr störungsfrei läuft. Einige haben auch Probleme, aber viele Leute haben eben keine Probleme. Und wenn ich mir die Seriennummer der Akkus angucke, die liegen so in den 3000ern, dann haben sie auf jeden Fall schon mal mindestens 3000 dieser Systeme verkauft. Und wenn davon vielleicht 5% Schwierigkeiten haben, dann ist das ja immer noch eine Quote, die erstmal gar nicht so schlecht ist dafür, dass das System total neu ist. Okay, also bleibt dran, ich bleib auch am Ball und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich vielleicht ein Update-Video mache, wie es jetzt weitergegangen ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und lasst mir gerne ein Abo da und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.